Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Deus Ex Mankind Divided. Wir sind wieder da und ihr habt ja gesagt, ich soll die Maus Empfindlichkeit mal ein bisschen unterstellen. An dieser Stelle aber mal erstmal eine fette Entschuldigung dafür, dass die letzten Tage kein Deus Ex kam. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid, aber es war ein bisschen stressig. Wir hatten Besuch gehabt und gestern nochmal Dead by Daylight bis um 3 aufgenommen und davor haben wir Rainbow Six aufgenommen. Und so weiter und so fort. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Ich glaube, vielleicht ist es aber auch einfach die Maus, die da so ein bisschen langsam zu schnell ist. Warte mal. So müsste jetzt, glaube ich, ganz gut gehen. Okay, wir packen die Waffe mal weg. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir gerade sind. Würde der uns töten, wenn wir da drüber springen? Nö. Doch. Okay, ich lade nochmal. Scheiße. Ich war mir nicht mal sicher, ob ich da jetzt hin darf oder nicht. Aber scheinbar ja nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir gerade machen. Ich habe jetzt dummerweise auch nicht in die letzte Folge reingeguckt. Dementsprechend weiß ich jetzt auch gar nicht, was wir hier gerade vorhaben. Aber ich glaube, wir suchen diesen einen Typen im Bezirk hier. So, ich glaube, so müsste es mit der Mausgeschwindigkeit gehen. Also da wollen wir rein, oder was? Doch, ich glaube ja. Ich glaube, wir kommen aber auch genau. Wir kommen auch hier hinten. Das ist es nämlich. So, siehst du, da haben wir den nämlich gekonnt umgangen, den Typen. Hoffe ich. Oder auch nicht. Findet man hier irgendwas? Hä, was hat denn der Lüftungsschacht hier für Sinn, wenn man hier gar nichts machen kann? Hier muss es doch irgendwas geben. Irgendwas findet man hier. Irgendein lang verbogenes Geheimnis. Oder auch nicht. Nee, da findet man gar nichts, hä? Was ist das denn? Das ist voll sinnlos, Alter. Oder? Nee, ah, doch, hier, aber hier kann man nicht durch. Hier könnten wir uns jetzt theoretisch gesehen durchbreaken, aber. Es geht nicht. Ich glaube, wir haben dieses Perk gar nicht. Huch, warte mal, falsche Taste. Ich glaube, wir haben dieses Perk gar nicht, dass wir da durchballern können, oder? Warte mal, Arme. Das hier ist das. Tesla. Nanoklinge. Da gibt es irgendeine Möglichkeit, da durchzuballern. Ich weiß jetzt nur nicht. Boah, wo ist denn die? Ist das hier dabei vielleicht? Armprothese? Nein. Das ist Hacken, das ist es auch nicht. Vielleicht ist es das hier ein Add-on davon? Nein, auch nicht. Boah, das muss irgendwas sein, wo man durch die Wand haut quasi. Waffenumgang. Remote Hack. Nanoklinge. Nee. Das hier ist es auch nicht, nee. Oder? Oder kann man das vielleicht einfach so, vielleicht? Stealth Avatar. Smart Vision. Nee. Kernoptimierung. Das ist auch nicht. Sprinten ist das. Icarus Sprint. Nee. Warte mal, gibt es denn. Warte mal, kann man. Gibt es kein Dings? Nee, nicht Schwierigkeit, warte. Gibt es denn kein. Maus und Tastatur? Tastenzuweisung. Gibt es keine Angriff hier? Kein Nahkampfangriff? Ducken, Deckung, Feuern, Visierung, Nachladen, Granate wegstecken, Ausschalten, Werfen, Fernzugriff abbrechen, wegdrehen, Menü. Waffen, Augmentierungsrad. Augmentierungsrad vielleicht, warte mal. Aber da haben wir nichts. Es gibt auch keinen. So vielleicht. Nee. Da ist doch scheiße. Das heißt, wir müssen jetzt gezwungenermaßen echt vorne rumgehen? Das ist doch doof. Das ist doch gut. Okay. Warte mal. Wie kann man denn nochmal Augmentierungen zuweisen? Weiß das noch jemand? Ist das
was draufdrücken und dann eine F-Taste oder sowas? Weil wir haben, die haben wir natürlich noch nicht, aber hier. Ich glaube, das sind alles stationäre Dinge, sag ich mal. Ich glaube, das hier sind, wenn die Kampfdinger, ne? Oder? Das ist der Waffenumgang. Und ich glaube, den Typhoon, den könnten wir dann halt eben verwenden. Das ist ein Kernoptimierung. Kernoptimierung ist innerhalb des Nervensystems, das benutzt eine Partie. Okay. Remote Hack. Peps. Waffenumgang. Ich guck gerade, ob wir hier irgendwas vielleicht nutzen können. Lass uns doch einfach mal die Smart Vision aktivieren. Vielleicht, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Durch Wände oder andere Festkörper. Ah, das haben wir jetzt schon, oder was? Ah, cool. Coole Sache. So, was, ach, jetzt haben wir das da auch drin, guck mal. Jetzt müssen wir das halt nur irgendwie noch zuweisen. Moment, das machen wir gerade mal noch schnell. Einmal hier und dann Smart Vision. Oder wo kann man das zuweisen? Kann man das hier zuweisen? Ah, alles klar. Okay. Verdammt. So, ich speichere gerade nochmal kurz. Ihr kennt das ja. Speichern ist mein Lebenselixier. Scheiße, der kommt. Doch nicht. Hä, wo sind denn die jetzt alle? Na egal, wir müssen auf jeden Fall nach oben. Das machen wir auch einfach mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte hier irgendwas übersehen, was wir hätten vielleicht mitnehmen können, aber egal. Lass mal die Smart Vision benutzen. Ah ja. Und da ist auch eine Leiter da drüben. Habt ihr das gerade gesehen? Aha, wie komme ich denn an die Leiter da drüben dran? Hätte ich mir nämlich das hier vielleicht sparen können sogar. Hä, bin ich... Bin ich denn hier das letzte Mal schon zwischen? Die Nachrichten werden einfach immer schlimmer. Ich weiß es nicht. Ob wir hier schon mal unten waren? Ich glaube nicht. Ich mache hier voll die Action, weißt du, und... Sind wir das letzte Mal... Nee, wir sind hier das letzte Mal nicht runtergegangen, oder? Nee, definitiv nicht. Hier waren wir noch nie. Ne? Junger Mann? Heute schon eine Spritze gegönnt, Kollege? Ne, wir sind auf jeden Fall immer noch auf der Suche nach Danny oder Devney oder irgendwie sowas. Genau, Sammy Dutt, so hieß er. Wir begeben uns gerade in sein Viertel. So rum war das nämlich. Mal da hinten irgendwas noch übersehen. Okay, dann mal auf. Zu dem alten Magier. Kennt ihr den irgendwie? Habt ihr den schon mal gesehen? Schon mal gehört? Irgendwas? Nö. Ich sage dir, das Flüstern in den Wänden sagt die Wahrheit. Ach krass, was ist das da unten denn? Was ist hier denn los, Alter? Voll das Untergrundzentrum. Und von hier aus hat er doch bestimmt auch gehackt, oder? Als ein augmentierter Passagier sich zugang. Drucker, hier können wir mal im Spind gucken, ob wir irgendwas finden. Sieht aber nicht so aus. Irgendwas muss er doch hier rumliegen haben. Irgendwas Brauchbares. Ne? Hi. Oh, was haben wir denn da unten noch? Ein Zivilist, der am Pennen ist? Warte. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Wie komme ich denn da hoch? So. Okay, wo ist der Typ? Das ist die Frage. Da drüben ist er nicht. Moin. Was haben wir da? Ein werfbarer Treibstofftank. Aber hier oben ist er auch nicht. Hä?
Soll ich dir durchs Loch? Was für ein Ding? Oh. Do you consent? Ach du Scheiße. Nee, gerade finde ich es ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Von mir die Schrift, was ist denn? Rote Farbe hoffentlich. Ach, jetzt sind wir hier wieder am Eingang, willst du mich verarschen? Hä? Aber ich bin nur echt gut in dem Spiel, ihr merkt das, ne? Jetzt geht's wieder zurück. Das Ding habt ihr gesehen. Jetzt geht's wieder hier hin. Hä? Töten Sie mich nicht. Ich habe Familie. Kein Interesse, Kumpel. Zieh Leine. Das heißt ja doch aber, dass der hier irgendwo sein muss. Da unten im Gebiet hier dann wahrscheinlich. Aber wo? Hier ist doch nichts. Hier ist weit und breit gar nichts. Hier ist einfach nur eine Gosse. Liegt er hier vielleicht unten irgendwie getötet oder so? Nee. Sie haben sich selbst entstellt. Aha. Hast du gesehen da hinten? Habe ich auch gerade erst gesehen. Tatsächlich. Das habe ich auch gerade erst entdeckt. Ich habe das null gesehen gerade. Aber dahinter ist auf jeden Fall irgendwas. Wir speichern mal. Ich glaube, das hat auch gerade quick gesaved, aber ich mach das trotzdem ganz gerne immer noch selber mal per Hand. Ihr wisst, man weiß ja nie, warum und wieso, weshalb. Ist immer gut. Kann man das hacken? Jo. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Gehen wir hier lang, würde ich sagen, oder? Jo. Was muss ich nochmal drücken? C, glaube ich, ne? Ja. Oh, ist das langsam, Alter. Hallo, meine Lieben. Gestellt. Tracing-Programm initialisiert. Das schaffen wir mal. Zugriff gewährt. Easy going. Öffnen, bitte. Öffnen. Lass uns aber erst mal hier gucken, ob wir hier noch was finden. Nö. Okay. Speichern haben wir ja gerade jetzt. Haben aber noch keinen Schluss. Du hast gesagt, das Ding ist eine Strohfirma wie eine Strohfirma. Nicht schießen! Wir sind Scheiße. Journalisten! Wer hat bloß diesen Agenten eingeladen? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Warum sind Sie hier? Geht es um die Dubai-Story? Den Artikel über die Mondbasis? Die Klone? Die Klone in der Mondbasis? Wer schickt sie? Ich will zu Sami Stad. Sind Sie der Chef? Das kann man so nicht sagen, Mann. Niemand besitzt oder diktiert die Wahrheit. Informationsfreiheit ist ein kollektives Recht und eine kollektive Verantwortung. Aber wenn Sie jemandem die Nase brechen müssen, nehmen Sie meine. Was? Ich brauche hier nur Kooperation. Was ist okay, wenn Sie wollen, fangen wir damit an. Nee, machen wir argumentieren. Ich breche hier gar nichts. Ich brauche nur Ihre Kooperation. Ich habe lange in einer Kommune gelebt. Kooperation kann ich. Gut, es geht um eine Geschichte, die Sie gerade recherchieren. Sie macht einige Leute nervös. Was wissen Sie über Praha Dovas? Die kleine Importfirma? Ich weiß, dass da im Keller nicht bloß Kisten stehen. Agenten gehen ein und aus. Der Laden ist ein Vorhang. Der erste von vielen. Und hinter allen sitzen Sie. Stimmt's oder habe ich recht? Das ist eine Sackgasse. Ja. Leute wie Sie kommen immer wegen einer Sackgasse zu uns. Gut. Nehmen wir an, dass dort schon andere Leute aktiv sind. Wenn Sie jetzt zu viel Lärm veranstalten, könnten dadurch größere Enthüllungen zunichte gemacht werden. Verstehen Sie das? Sind wir jetzt etwa Kollegen? Ihr Men in Black-Typen? Ihr geht rein zu Peikes, verpasst der Redaktion Maulkorb und alle kuschen. Aber hier läuft das nicht. Eines Tages lässt sie jemand hochgehen. Wenn nicht ich, dann jemand anders. Sami Stad ist nicht nur eine Stimme. K ist nicht nur ein Mann. Wer ist K? Was haben Sie mit K ist nicht nur ein Mann gemeint? K ist ein Ideal. Der nicht greifbare Kopf eines realen Widerstands. Sie können mich töten, aber dann wird Little K zu K. Wenn sie Little K töten, wird Bones da drüben K. Es gibt immer einen K.
Und wenn ich Bones töte? Bones kann man nicht töten. Er ist nicht real. Er war einer von ihnen und sollte der Prinz von Belgien werden. Aber dann knackte er seine Konditionierung. Wir haben ihn völlig verwirrt bei einem Kult gefunden und mit der Wahrheit umprogrammiert. Ist klar. Angenommen, ich muss einen Deal mit Samistad machen. Mit wem muss ich dann reden? Kommt auf den Deal an. Es wird immer einen Redakteur geben, der über die veröffentlichten Inhalte entscheidet. Das wäre dann ich. Sie könnten also dafür sorgen, dass über etwas nicht geredet wird. Kommt auf den Deal an. Was genau machen Sie hier unten? Samistad ist ein Medienaufstand. Pikes sendet den Müll der Konzerne und der Regierung. Wir liefern die Wahrheit. Enthüllen, schreiben, veröffentlichen. Und wir holen uns dafür gebrochene Nasen. Sie drucken also Flugblätter? Wir tun viel mehr als das. Wir wissen, wie man ins Netzwerk von Pikes kommt. So verbreiten wir Informationen. Informationen, die sie durch illegales Hacken erlangen. Die Wahrheit ist vergraben. Und beim Ausgraben verletzt man Regeln. So ist das eben. Sie müssen Praha Dovos in Ruhe lassen. Aber nicht aus den Gründen, die Sie vermuten. Ich verstehe schon. Auch wenn Sie das nicht glauben. Sie müssen Ihre Bosse von der Rüstungsindustrie beruhigen. Wir kennen das. Ich bin nicht das, was Sie glauben. Diese Leute, die die Medien manipulieren und Dinge vertuschen, die sind auch für mich der Feind. Der Feind ist immer derjenige, der die Wahrheit versteckt. Und genau das verlangen sie von mir. So zu tun, als hätte diese kleine Importfirma nichts zu verbergen. Ich verlange, dass sie den Unterschied zwischen Verschwörung und Diskretion erkennen. Zwischen Leuten, die Informationen für eigene Zwecke zurückhalten und Leuten, die unerkannt bleiben müssen, um operieren zu können. Sie sollten das verstehen. Okay. Okay, Sie machen einen ganz vernünftigen Eindruck und haben mir noch keine verpasst. Das finde ich erfrischend. Wir werden Praha Dovos vergessen und Ihnen aus dem Weg gehen. Solange Sie uns etwas Besseres liefern. Was schlagen Sie vor? Das Einzige, was ich mehr hasse als Geheimorganisationen, sind zahnlose Medienkonzerne, die niemanden zur Verantwortung ziehen und nur Lügen verbreiten. Mein Vorschlag lautet: Es gibt Läden, in die meine Leute nicht reinkommen. Also machen Sie das und holen mir schmutzige Wäsche über den wahren Feind, Pikes. Dann schweige ich über alles, was Sie wollen. Und vielleicht erfahren Sie dabei sogar was. Na gut, was ist denn bei Einschüchtern? Naja, komm, wir machen das. Das heißt ja für uns, dass wir noch mehr Missionen kriegen. Also machen wir das. Also gut, was wollen Sie über Pikes wissen? Ich will Leichen. Für die Unternehmen wie Pikes extra nach Prag kommen, um sie dort im Keller abzulegen. Unternehmensarchiv. Unternehmensarchiv? Sie sagen, ich soll in eine Bank einbrechen? Ich rede nicht von Tresoren. Ashani Telva, Präsidentin der Palisade Bank. Sie setzt ihre Kunden mit Informationen unter Druck. Sie hat auch etwas über Pikes. Ich weiß das. Komm aber nicht dran. Sie könnten in Ihrem Büro einen Beweis dafür suchen, wie skrupellos Pikes ist. Und dass Sie auf die Wahrheit scheißen. Im Gegenzug verlege ich jede Akte, die Sie wollen. Ich kümmere mich darum. Veröffentlichen Sie nichts, bis ich wieder da bin. Keine Sorge. Oh, und schnüffeln Sie ruhig herum, wenn Sie schon mal dort sind. Vielleicht erfahren Sie ja was. Wir werden sehen. Na, da bin ich immer gespannt. Büro des Präsidenten nach belastenden Akten suchen. Na toll, im Präsidentenbüro auch noch, weißt du? Kann man ja mal easy reinlaufen, ist ja gar kein Problem. So, wir nehmen aber hier mal mit, was wir mitnehmen können. Wie zum Beispiel Nuke-Virus-Software, die ist doch ganz schön. Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwelche Geheimgänge und irgendwelche Tresore oder sowas. Ich meine, irgendwas haben die doch bestimmt auch zu vertuschen hier, oder? Mach ihnen die Hölle heiß. Little Car. Das ist aber hier unten in der Kanalisation auch ein bisschen eklig, oder? Weiß ich nicht, aber es... Ja, nee. Scheiße, kommen wir da nicht hoch? Ah,
Ah, ist doch doof. Irgendwie müssen wir da hochkommen. Doch, hier über die Drucker vielleicht. Warte mal. Also über die Kisten. Yeah. Aha, was haben wir denn da? Unterbrechen? Nee, mach ich jetzt. Mach ich das? Nee, mach mal lieber nicht. Nicht, dass wir so irgendwas kaputt machen. Oder? Komm, wir gucken einfach mal, was passiert. Ich speichere natürlich wie ein absoluter Held. Ich bin ein männlicher, heldenhafter Typ. Ich speichere auch natürlich, was passiert haben. Scheiße. Die Kaffeemaschine ist schon wieder kaputt. Kann bitte jemand eine neue Kaffeemaschine besorgen? Cool. Sehr schön. Keine Ahnung, was es jetzt gebracht hat. Ich weiß es nicht, aber war lustig. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Wir müssen jetzt das Präsidentenbüro durchsuchen und ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen Schiss vor, muss ich sagen, weil, wie gesagt, Büro des Präsidenten ist jetzt mal nicht eben. Hoffe, wir gehen da mal rein, wir gucken da mal, sagen wir mal schönen guten Tag allen, ne? Nee, nee. So einfach ist das leider nicht. Das wäre schön, das wäre so ein Fach. Wo sind wir denn hier jetzt auf einmal? Guten Tag. So, was steht denn hier? Interessant. Das Resolution 3507, ein Problem für alle. Ach, das kennen wir ja schon. Oder sonst noch was? Außer Kaffeemaschine, Kürobehälter. Ein Treibstofftank. Und einen Zivilisten im Anzug auch noch. Schnieke, Schnieke. Es gibt auch noch Menschen mit Stil in dieser verbitterten Welt. So, dann haben wir noch eine Pylone, aber sonst nichts, was wir noch gebrauchen können. So. Tu die Deckel auf und raus. Jo. Ave? Oh Gott sei Dank. Was ist los? Wie lautet die Anklage? Ich glaub's nicht. Heftig, ne? Nein, wirklich. Ich hab das Zeug noch nie angerührt. Richtig, richtig heftig, Mann. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ist denn das Präsidentenbüro eigentlich? Ist das hier in der Stadt? Ich glaube nicht. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich weiterfahren. Lass uns aber mal kurz auf die Mappe gucken. Die Mappe. Was es denn hier noch so gibt. Ob man hier vielleicht nochmal irgendwo hin kann, irgendwas untersuchen kann. Palisade Property Bank. Ach, das ist doch hier. Oh, okay, okay, okay. Nice, nice. Dann laufen wir da einfach mal hin. Alles klar, alles klar. Ich habe diese verstanden. Kofferraum durchsuchen. Ne, da machen wir nicht. Das gibt wieder Ärger. Da hauen sie uns wieder auf die Finger, die Pisser. Hey, sie können nicht aber unseren Kofferraum durchsuchen. Wir hatten schon genug Ärger. Aber warum denn nicht? Was haben wir denn hier Schönes? Schönen guten Tag. Wollen Sie was kaufen oder sehen Sie sich nur um? Na, ich wollte eigentlich mal gucken, ob du hier irgendwas hast, was ich vielleicht mitnehmen kann. Es gibt eine Augmentierung, mit der man unsichtbar werden kann. Das habe ich letztens in den Kommentaren gelesen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Der Stealth Auditor wird bei der Erkennung durch den Gegner aktiviert und überwacht dessen Verhalten auch Bewegung. Nee, das ist es nicht. Welche Augmentierung ist das, wo man unsichtbar werden kann? Titan? Das ist die aber nicht, oder? Nee, verändert kurzzeitig erlittenen Schaden, das ist es nicht. Mit welcher Augmentierung können wir uns unsichtbar machen? Sozialoptimierung Haut. Ah, genau, da ist sie doch. Jo, die will ich. Die mochte ich haben. So, jetzt haben wir noch einen verfügbaren Praxispunkt. Für diese Dingens hier brauchen wir allerdings einen Praxispunkt. Oh, cool. Getarntes Ausschalten. Oder verbesserte Tarnenergieverbrauch. Erhöht die Dauer des Unsichtbarkeitseffekts. Nehmen wir erstmal das hier, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir erstmal wieder Praxispunkte erspielen, sozusagen. Das heißt doch aber theoretisch gesehen, warte mal, wir speichern mal gerade an dieser Stelle nochmal. Ey, Tobi, musst du viel zu speichern, Pussy. Machen wir hier mal F2. So. Okay, pass auf, jetzt probiere ich mal was. Nimm mal deinen Karton da aus dem Weg, Alter, was ist hier denn los? Das ist ja gefährlich. Wer hört diesem Abschaum denn zu? Okay, das mit der Kamera habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Dass die direkt hier unten ist. Aber lass mich mal gerade schauen, ob die hier irgendwas hat, die gute Frau. Wahrscheinlich da hinten in der Tür drin. Das heißt, ich müsste jetzt irgendwie versuchen,
die Dingens hier auszuschalten, ne? Die Kamera da oben. Kriegen wir aber nicht so einfach hin, glaube ich. Nee. Das ist doch scheiße. Oh. Wir gehen besser. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die alle nach unten kommen, ey, ganz ehrlich. Aber das funktioniert schon mal ganz gut. Das funktioniert schon mal sehr gut. Ein bisschen mehr Energie hätten wir das Ding da unten auch ruhig hacken können. Ach, wir müssen in die andere Richtung da hinten. Na, machen wir vielleicht beim... Machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Hier haben wir auch noch... Irgendein Security-Geschäft? Hallo. Ein Kunde, willkommen. Hi. Na? Oh nein, darauf falle ich nicht rein. Ja, ist ja schon gut. Na, was? Alles gut, beruhigt euch mal. Einfach mal alle ein bisschen gechillt bleiben. Ich möchte aber trotzdem gerne mal rein. Warte mal, ich speichere jetzt also nochmal. So, dann machen wir, dann hauen wir uns mal so eine fette Biozelle rein. So. Jensen, haben Sie Fletcher gefunden? Hab's noch nicht zum Rosika-Bahnhof geschafft. Was? Worauf warten Sie? Cheng war ein Black Hat, einer der Besten. Sein U-Bahn-Hack wird funktionieren. Ja, ja, ist ja gut. Ich habe nur gerade noch anderes zu tun. Oh, oh. Alles klar. Alles klar, das sollten wir vielleicht lassen. Boah. Okay, das ist ein Sicherheitsgeschäft gewesen. Ich wollte aber einfach nochmal gucken, ob das wieder so funktioniert. Einfach mal ein bisschen ausprobieren, dieses Perk. Oder besser gesagt, diese Augmentierung. Es hat ganz gut funktioniert, wie man gesehen hat. Aber man kann auch durch diese Laser laufen. Das finde ich nicht schlecht. Jensen, haben Sie Fletcher gefunden? Hab's noch nicht zum Rosika-Bahnhof geschafft. Was? Was? Worauf warten Sie? Mann! Cheng war ein Black Hat, einer der Besten. Sein U-Bahn-Hack wird funktionieren. Davon bin ich überzeugt, lieber Freund. Davon bin ich überzeugt. Aber jetzt müssen wir erstmal zum Präsidenten gehen und da ein bisschen... Deine besonderen Vorkommnisse. Und dann da erstmal ein bisschen einbrechen und dann würde ich mal sagen, wenn ihr möchtet, hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann weitergeht mit Let's Play Deus Ex Mankind Divided morgen um 18 Uhr. Dann auch wieder pünktlich. Ja, nicht so wie heute. Tut mir leid. Naja, ihr wisst ja. Ihr wisst ja, wie das manchmal läuft, ne? In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.